Vielleicht nur kurz ein paar Worte über die Bedeutung des Wortes At-Taqwa. Woher kommt das Wort? Was für einen Ursprung hat es? Es ist nämlich interessant, die Ursprünge eines Wortes zu kennen, denn dann ist man in der Lage, das Ganze ein bisschen, diese abstrakten Inhalte ein bisschen zu versinnbildlichen. Wenn du zum Beispiel, wir haben eine gewisse Vorstellung über den Begriff Taqwa, ne? Mancher übersetzt das als Gottesfurcht und verbindet damit ein bestimmtes Verhalten, eine bestimmte Verhaltensform, die man an den Tag legt. Ja, kurz gefasst, wir verstehen unter der Taqwa meistens das Ausführen von Pflichten. Oder meistens haben wir sogar wir verbinden die Taqwa eher mit den Verboten, sich den Verboten zu enthalten. Und das ist linguistisch sogar möglich, dass man eher die Taqwa mit Verboten verbindet, als mit den Geboten. Wenn das Wort At-Taqwa kommt von dem Begriff Al-Wiqaya. Eigentlich war das Ta am Anfang, Taqwa, ein Wow. Das hieß eigentlich Al-Waqwa, aber aus morphologischen Gründen wurde daraus ein Ta. Der Ursprung des Wortes ist aber Al-Wiqaya. Und Al-Wiqaya bedeutet so viel wie Schutz. Al-Wiqaya ist der Schutz. Tamam? Beispielsweise die Ausrüstung, die ein Mensch trägt, um sich vor Angriffen zu schützen. Das ist eine Form der Wiqaya. Und im Kontext, wenn wir von der Taqwa im Kontext hier von einem Verhalten sprechen, das der Mensch hat gegenüber Allah Ta'ala, dann drückt dieses Wort einfach aus, das bedeutet, dass der Mensch zwischen sich und Allah Ta'ala, oder er bringt sich selbst irgendwie in Sicherheit vor dem Missfallen Allah Ta'ala. Tamam? Das ist der Begriff Al-Taqwa. Na. Und der Begriff Al-Taqwa kommt im Koran an sehr vielen Stellen vor, mit ganz vielen verschiedenen Versprechen, mal im Kontext des Lobes, mal im Kontext des Versprechens, mal im Kontext der Würdigung und Ehrung. Allah Ta'ala sagt, Inna akramakum inda Allahi atqakum. Der ehrwürdigste, ehrbarste unter euch, der würdigste unter euch ist der die meiste Taqwa innehat. Tamam? Und Allah Ta'ala erwähnt auch die Taqwa im Kontext davon, dass sie das absolute und ultimative Ziel sein sollte, das der Mensch anstrebt in seinem diesseitigen Sein. Allah Ta'ala sagt in der Surah Al-Baqarah: Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch erschuf und jene vor euch erschuf, auf dass ihr Taqwa haben möget. Das heißt, das Ziel, wohin du gelangen sollst mit der Ausführung und Durchführung der Ibadah, ist die Taqwa, dass du dieses Charakteristikum inne hast. Ja, die Taqwa wird auch in einem Kontext erwähnt, der motivierend sein soll, bewegend sein soll, der den Menschen dazu anstacheln soll, sich mit dieser Eigenschaft auszustatten. Die Aussage Allah Ta'ala zum Beispiel, dass er die Muttaqin liebt. Inna Allaha yuhibbu. Na, inna Allaha yuhibbul Muttaqin. Allah Ta'ala liebt die Al-Muttaqin.
Und ebenfalls das Versprechen der Vergebung und der Akzeptanz der Handlungen ist gebunden mit der Taqwa. Allah Ta'ala sagt, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Annehmen, das Annehmen der Taten, das tut Allah von den Muttaqin. Und Allah Ta'ala sagt, ja ayyuhalladhina amanuttaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. O ihr, die Iman habt, habet Taqwa vor Allah und sagt geziemende Worte. قولوا قولا سديدا, يعني sagt richtige Worte. Was heißt richtige Worte? Also richtige Worte, wahrheitsentsprechende Worte, nützliche Worte. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Die Folge davon wird sein, يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. Was heißt das? Das kann zwei Sachen heißen. Er nimmt eure Taten an. Es kann aber auch heißen, er verhilft euch, er leitet euch zu guten Handlungen, intakten Handlungen. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Und er vergibt euch eure Sünden.